Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gartentisch? Ja Freunde, Rothausbier und zwar das Eiszäpfle. Das Eiszäpfle haben wir noch nicht vorgestellt gehabt und ganz klar, wen haben wir es zu verdanken? Den lieben Drachen83. Er hat es mir mal zugeschickt gehabt, wir erinnern uns an das Unboxing-Video und nun können wir mal gespannt sein. Rothaus, da haben wir noch nicht alles probiert. Da kennen wir das Tannenzäpfle, ne? Das hatten wir ja schon vorgestellt gehabt. Jetzt haben wir hier das Rothaus Eiszäpfle. Und dabei handelt es sich tatsächlich um ein Märzenbier. Dementsprechend ist es auch ein bisschen stärker. 5,6% Umdrehungen hat der ganze Spaß hier. Wasser, Gersten, Malz und Hopfen ist drin. Aus dem Schwarzwald. Und ja, da wissen wir, da kommen sehr, sehr gute und leckere Biere her. Und ja, Eiszäpfle, schöner Name. Auch hier wieder ein sehr spezielles, sage ich mal, Etikett. Ne? Dieses Design ist wirklich immer ein bisschen spezieller, finde ich so von der Optik her. Man hebt sich auf jeden Fall deutlich ab und hat einen großen Wiedererkennungswert. Flaschenform ist klar, eine 0,33er erwartet uns jetzt hier. Ich glaube, die haben vom Namen her, nennt sich die, glaube ich, Vinci-Flaschen. Und hier oben nochmal in Silber foliert und das ist natürlich eine schöne Assoziation zum Eis, ne? Eiszäpfle und dann ist das hier oben nochmal so schön foliert. Vielleicht kann man es erkennen, ich halte das nochmal so eben rein. Also ein Märzen kommt da jetzt auf uns zu. Wollen wir mal schauen, Märzen, was wird uns erwarten? Ein bisschen was Kräftigeres, was Vollmundigeres, was Gehaltvolleres, so stelle ich es mir zumindest mal vor, so sollte es sein. Mit 5,6% Umdrehungen auch nicht gerade wenig, aber wie gesagt, jetzt so zum Mittag sollte passen. Ich mache mal auf. Vorsichtig mit der Folie. Ja. Kapsel ist gedruckt tatsächlich. Also hinter der Folie. Wir können sie mal kurz lösen. Zack. Und dann haben wir hier tatsächlich Rothaus. Da ist die Cap. Die ist dann auch bedruckt. Sehr schön. So, das geht weg. Gut, Freunde. Dann wollen wir mal schauen, was wir da haben. Erstmal schauen wir uns mal an die Entspannungsverdampfung. Ja, da kommt ein bisschen raus. Okay, schöner optischer Effekt, so sollte es sein. Wir haben Bierdurst, lassen wir mal laufen. So, Rothaus müssen wir dazu sagen, hat schon eine verdammt gute Qualität, hochwertige Qualität. Hat es zwar bei dem Pilz nicht mit in die Top-10-Liste tatsächlich geschafft, weil wir halt Vergleichsbiere da hatten. Und da der Wiedererkennungswert halt nicht so groß war, aber von der Qualität her müssen wir ganz klar sagen, Rothausbiere, Rothausbräu, absolut top Premium-Qualität. Sehr, sehr lecker, hat auch ein paar Preise gewonnen, verdient meines Erachtens. So, was haben wir denn da? Jo, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. Zwei Finger breite Blume, finde ich gut, die sieht sehr kompakt aus, die sieht sehr, sehr stabil aus. Von der Farbe her schneeweiß, fein bis mittelporig, ein paar größere Luftbläschen sind allerdings drauf. Kraterbildung hält sich in Grenzen, so gut wie kaum wahrnehmbar. Überzeugt euch mal selbst, ich würde sagen 90 Sekunden Standard wird die locker im Glas stehen bleiben. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile hier auf dem Biersüffler einig, oder? Wenn wir das sagen, das sieht so kompakt aus, die steht richtig stabil da. Und schaut mal Leute, die bleibt auch schön an der Glaswand haften. Also von dem Aspekt her schon mal sehr, sehr schön. Ihr wisst, ich mag das immer, wenn die Blumen ein bisschen voluminöser daherkommen. So, von der Farbe her, Märzen darf gerne ein bisschen dunklere Malzsorten verwenden. Dementsprechend haben wir es hier auch mit einem dunklen Getreidemalz zu tun. So richtig schön, ja, ach, kräftiges Gold, sage ich schon mal, Getreidegold, so richtig kräftig aber halt. Ne? Sieht richtig saftig aus, alles andere als wässrig. So richtig schön tief ist das Ganze hier, sieht lecker aus. So, Blumenteppich hat keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert. Ein schöner Glanzeffekt ist definitiv drin. Und von der Karbonisierung her perlt es wirklich ordentlich. Ich hoffe, die Kamera fängt das so ein bisschen zumindest ein, sodass man das mal erkennt, wie wundervoll gleichmäßig das auch nach oben perlt. So sollte das sein. Das ist wirklich fantastisch. Das erzeugt natürlich von der Optik, von der Ästhetik her schon eine gewisse Spritzigkeit. Und da bekommt man natürlich Appetit drauf.
Ja, was soll ich hierzu großartig sagen, Freunde? Das ist eine Perfektion an Bier. So sollte das aussehen. Klar, Märzen dürfte gerne auch noch dunkler sein. Gibt's kein Problem, hatten wir schon mal gehabt. Aber das passt soweit. Finde ich absolut super. So möchte ich es auch bewerten. Höchstwertung 6 von 5, / 6 möglichen Punkten. Und damit haben wir hier ganz klar auch wieder für die Optik, für die Ästhetik eine ja immer wieder häufig vorkommende Krone-Bewertung. Finde ich einfach toll. Zieht mich an, wenn der Wirt mir das so hinstellt, sage ich, komm, lass stehen da, zapf schon mal das nächste, hab Bierdurst. So, Freunde, dann wollen wir mal gucken, was das Bouquet zu bieten hat. Mal ein bisschen anschnuppern. Ja, kräftig, ne? Also ein bisschen kräftiger, der Bursche hier, ne? Das ist klar. Das war das 5,6, okay? Ja, das riecht man dann auch raus. Und ich glaube auch, mich zurückerinnern zu können bei dem Rothaus Tannenzäpfle, was wir hatten. Dass wir hier auch diesen Malzkörper, dieses angenehme Getreidige tatsächlich auch schon rausriechen konnten. Und das ist hier wirklich deutlich präsent. Also hier beim Herausschnuppern, da duftet da richtig so dieses schöne Getreidefeld, was aber nicht aufgesetzt kommt. Ja, das ist eher so richtig schön ausbalanciert vom Geruch her, dass man wirklich so dieses Getreidige, stellt euch vor, es regnet und ihr seid so auf so ein Getreidefeld. Ja, und dann atmet ihr mal tief durch und genau das ist es im Prinzip, ne? So dieses schöne, milde, getreidige, was so wohltuend in der Nase auch wirkt. Ja, nicht so dieses ätzende, beißende, so wie in so einem Pferde- oder Kuhstall, sondern halt wirklich so, oder einer Scheune jetzt, ja, so, sondern halt so richtig schön, ne? So. Das ist schon toll. Und das Ganze wird begleitet mit etwas, was mir so ein bisschen immer unheimlich rüberkommt. Und das ist dann halt immer so eine leichte Alkoholkante. Und die kann man tatsächlich auch schon herausriechen. Aber das ist bei 5,6, wie gesagt, normal. Also erinnert halt nur mal so ein bisschen an tschechische oder polnische Biere, die generell sehr starke oder konzentrierte Alkoholkanten ja, haben oder besitzen, die man dann herausriechen kann. Aber ansonsten sehr, sehr angenehm. Es riecht frisch und da steht auch eiskalt genießen. Also wir haben jetzt hier eine Trinktemperatur zwischen 6 und 7 Grad etwa. Hier ist die Softbox, die wird noch mal ein bisschen dafür sorgen, dass das Bier schneller an Temperatur gewinnt. Aber das ist schon sehr angenehm. Und ich glaube sogar noch eine Fruchtnuance herausriechen zu können. Die verbirgt sich da so ein bisschen und die erinnert mich leicht an. Ich will mich noch nicht festlegen, aber. Ein bisschen so was Traubiges, so ein bisschen. Ja, das kommt sehr angenehm rüber. Ja, Freunde, vom Bouquet her absolut lecker, wie es duftet. Das spricht mich auch richtig an, also das macht mir noch mehr Appetit jetzt, da ist der Reiz jetzt richtig ausgeschöpft und da habe ich natürlich jetzt richtig Bock drauf, das mit euch zu probieren. Machen wir einen Antrunk, ne? Genau, den mögen wir immer. Also ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf den Drachen 83, danke für das Bier und ja, hoffentlich auf den Genuss. Wollen wir mal, auf das Bier. Ja, habe ich auch erwartet. Und von der Kategorie her bewegen wir uns ganz klar im oberen Bereich. Gute Rohstoffe, die verwendet worden sind. Merkt man von den Eigenschaften her im Mundraum sehr, sehr angenehm. Da beißt nichts, da juckt nichts, da zwickt nichts oder ist gar unangenehm. Richtig schön samtig, richtig schön voluminös durch diese Blume natürlich auch, die auf der Zunge auch nochmal richtig schön wattig schmeichelt. Man mag fast gar nicht glauben, dass man etwas im Mundraum hat, so weich ist das. Und das ist natürlich sehr, sehr schön und ist für mich persönlich immer subjektiv ein Qualitätsmerkmal, wo ich halt merke, wow, das ist verdammt gut ausbalanciert von den Rohstoffen her und von den Eigenschaften, so dass man das einfach merkt, so hey, das ist schon eine bessere Qualität als jetzt irgendein Industriestandard, sage ich mal, der da, was weiß ich da, wie viele Hektoliter da rausfließt und immer das Gleiche drin hat. Ne, das merkt man schon. Das ist schon eine andere Liga hier. So. Märzen generell, Malzkörper betont, ja, Aufgabe erfüllt, ist Malzkörper betont, sieht aber auch dementsprechend aus, duftet vom Bouquet her so und auch beim Antrunk macht sich auch der Malzkörper tatsächlich schon bemerkbar. Man hat ihn auf der Zunge drauf, leichte, liebliche Nuancen, geht auch ein bisschen in die Nussigkeit rein, zieht sich schön lang bis in den Körper und leichte Fruchtigkeit tatsächlich konnte ich beim Antrunk jetzt eben auch schon feststellen. Mittlerer Zungenbereich macht sich so ein bisschen was, Zitrus, ein bisschen so in diese Richtung. Was Fruchtiges zuordnen kann ich es leider noch nicht. Alkoholkante habe ich auch nicht wahrnehmen können.
Und ansonsten von der Hopfung selbst her war da jetzt auch nicht so viel zu bemerken, aber generell beim Antrunk, es sei denn, das ist wirklich ein ganz extremer, explosiver Kandidat, der wirklich sehr hopfenbetont ist, meistens bei Pilzbiere, wo ich das tatsächlich dann auch schon beim Antrunk wahrnehmen kann, dass es halt ein sehr stark gehopftes Bier ist. Hier hingegen, wie gesagt, habe ich jetzt erstmal gar nichts gemerkt. Überraschungseffekt ist, dass die 5,6 jetzt erstmal beim Antrunk sich nicht groß gemeldet haben, zumindest ich habe es ja nicht wahrgenommen beim Runterschlucken. Kommen wir noch schnell auf die Eigenschaften zu sprechen. Womit haben wir es hier zu tun? Dynamisches Bier oder eher gemütliches Bier? Meine Tendenz geht eher hin zum gemütlicheren Bier. Und hier ist allerdings ein kleines Problem, was wir schon haben, weil hier hinten steht drauf eiskalt genießen. Das ist natürlich klar, das Ding, das heißt Eiszäpfle. Aber wer das eiskalt genießt, ich sag mal so, es ist schon von den Aromen sehr selbstbewusst. Es präsentiert sich, ja, es steht stabil im Mundraum und auch von den Aromen her. Aber die feineren Nuancen, die gehen, glaube ich, verloren, wenn man es zu kalt trinkt. Also ich würde es nicht Eiswürfel reinpacken, Freunde, ja. Also das ist dann, glaube ich, nicht so gut. Bleibt auf dem Boden der Tatsachen, macht dazwischen 6 und 8 Grad. Ich glaube, dann sollte das soweit passen. Ja, dass ihr auch noch schön die Würze und auch noch die feineren Nuancen beim Verzehr tatsächlich auch auf der Zunge habt. Und ansonsten ja, gehen die leider verloren. Schade drum. Ne? So, Freunde, würde ich sagen, soweit erstmal vom Antrunk. Fazit, macht Bock. Macht Bock das Bier auf mehr. Will man auf jeden Fall noch einen zweiten Schluck nehmen. Ist jetzt nicht so, oh nee, ist ja gewöhnlich oder oh, um Gottes Willen, sondern nee, das ist so, dass man sagen könnte, ja, da möchte man gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und genau das machen wir jetzt mal. Mh, lecker. Ja, also. Es ist ein gehaltvolles Bier, was allerdings nicht übertrieben daherkommt. Es ist selbstbewusst. Es ist stabil ausgeprägt von seinen Nuancen, die da drin stecken. Aber es wirkt alles andere als aufgesetzt. Und das finde ich eigentlich recht positiv, wo ich sagen kann, ja, deswegen ist dieses Trinkerlebnis tatsächlich auch eine richtig schöne Sache, ein schönes Erlebnis, was Spaß macht. Also dieses Bier macht tatsächlich Spaß zu trinken, weil man halt wirklich eine ganze Menge entdecken kann von ausgeprägten Nuancen, die aber nicht irgendwie penetrant daherkommen. Dass man sagt so, ach nee, das ist mir jetzt aber so eine Kante drin oder nee, da kratzt es oder oh nee, ist unangenehm auf der Zunge oder im Mundraum. Und das ist schon immer eine große Kunst, sage ich mal, auch wenn der deutsche Standard, Qualitätsstandard sehr, sehr hoch ist, was Biere angeht. Aber das ist trotzdem eine Kunst, das gelingt nicht jeder Brauerei. Das finde ich immer toll. Ja, okay, ganz, wenn man sich richtig stark konzentriert, kommt nach dem Fruchtkörper, dann merkst du schon halt, ne, die 5,6, die sich so ganz leicht, ich sag mal, nach vorne schieben und so, ich sag mal, ein Buppel, ein ganz kleiner Buppel. Ja, das ist keine Kante, eine wirkliche, oder eine geschliffene Kante, wenn wir so wollen. Ein kleiner Buppel abgerundet, da wo man dann natürlich schon den Alkohol so ein bisschen merkt. Und Alkohol ist nun mal halt ein Geschmacksträger. Und jeder, der Omis oder Muttis Fruchtbowle kennt zu Silvester, der weiß, was Alkoholkante ist. Ja, und in welche Richtung das geht. Also deswegen nur ganz mild, wie gesagt, eher sekundär. Und das ist auch das, was man rausriecht. Es ist halt nicht stechend oder penetrant. Frage, darf bei einem Märzen auch der Hopfen sich ein bisschen selbstbewusster noch melden? Ich sage immer ja, gerne. Aroma-Hopfen darf gerne ein bisschen auch nach vorne treten. Gerade Baden-Württemberg steht ja dafür, ne, dass die sehr, sehr viele oder sehr Wert darauf legen bei ihren Bieren, dass sie ziemlich hopfenbetont sind, aromahopfenbetont. Das vermisse ich hier so ein bisschen. Also ich finde, bei einem Märzen darf der durchaus nach vorne treten, zusätzlich zu einem sehr stabilen, kompakten und gut ausbalancierten Malzkörper. Also da darf gerne auch ein bisschen Aromahopfen noch nach vorne treten, warum ich jetzt hier auch gleich keine Krone-Bewertung geben würde. Weil bei einem Bier, ich weiß nicht, aber das sage ich subjektiv. Ich sage, bei jedem Bier, egal was für ein Bierstil es ist, ein bisschen Hopfenaroma, ein bisschen Floralität darf einfach vorhanden sein. Selbst bei einem Stout von mir aus. Ja, also aus diesem Grund, da würde ich eine Krone-Bewertung nicht raushauen, weil ja, auch im Märzen darf das gerne ein bisschen betonen. Also, fassen wir zusammen, Freunde. So, Rothaus Eiszäpfle. Das Eiszäpfle hier in dieser schönen chromfarbenen, ja, Etikettierung.
Sieht toll aus, wieder ein großer Wiedererkennungswert. Vinci-Flasche. Wunderbar, passt auf jeden Fall. Vorgänger, das Tanzäpfle, war schon gut gewesen. Hier auf dem gleichen Level. Qualitätsprodukt, super Rohstoffe, die da verwendet worden sind. Gut ausbalanciert. Bierstil typisch, liegt der Fokus hier beim Malzkörper. Den kannst du tatsächlich auch wunderbar wahrnehmen. Der ist schön ausbalanciert, der macht Spaß, wie gesagt. Kann man eine Menge drin entdecken. Entwickelt sich schön langanhaltend, perfekt. Fruchtigkeit, ja, ist vorhanden, eigentlich fast schon traditionell, klassisch, ist jetzt nicht übertrieben, ist aber jetzt auch nicht so komplett versteckt oder so schüchtern in der Ecke, sondern zeigt sich eigentlich auch schon relativ stabil. Alkoholkante möchte ich eigentlich gar nicht nennen, das ist eher ein kleiner Buppel, so eine geschliffene Kante, klar, irgendwo müssen die 5,6 als Geschmacksträger irgendwo hin, ist logisch. Und im Abgang hin, nach hinten raus, da fehlt es ein bisschen an Herbe, da fehlt es ein bisschen an Aromahopfen, da fehlt so ein bisschen so diese, wo ich sage, wo man wirklich dann auch so diesen, ja, das, was ein Bier ausmacht, halt diesen hedonistischen Hochgenuss, der halt bleibt halt so ein bisschen dadurch auf der Strecke. Dennoch, Resultat, unterm Strich haben wir es hier mit einem super Märzen zu tun. Das ist eines der besseren Märzen. Und wenn wir eine Top 10 der Märzenbiere machen würden, würde dieses aktueller Stand definitiv mit dabei sein. Das können wir jetzt schon mal ganz klar sagen. Mit in der Top 10 Liste vertreten das Rothaus Reiszäpfle. Bewerten wir mal das Ganze. Ich, ganz klar, stabile 5 von 5 / 6 möglichen Punkten. Vielleicht sogar 5 plus dann was machen würden, also 5,5. Für 6 Punkte reicht es noch nicht, weil wie gesagt, da fehlt mir nach hinten raus noch ein bisschen die Hopfenbetonung, noch ein bisschen mehr Mut, sage ich mal, diesen Aroma-Hopfen bei einem Märzen auch nach vorne zu bringen. Ja, also das wäre noch so, wo ich sagen würde, ja, das hätten sie noch machen können, dann wäre die Sache wirklich perfekt. Aber wie gesagt, Baden-Württemberg ist einfach ein hohes Level an Biere. Die machen so leckere Biere. Ja, das ist einfach, ja, Baden-Württemberg, Bayern, das ist einfach so, ne? Das ist so. Das ist das halt, ne? Deswegen, das trinkt man gerne, Freunde. Das macht Spaß. Und da kümmere ich mich jetzt noch drum. So, ihr Lieben, damit ist dieser Biertest beendet. Ich sage nochmal schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Danke nochmal an den Drachen 83. Gruß geht raus an die Baden-Württemberger und wir sehen uns wieder im nächsten Biertest. Ciao, euer Biersüffler.